Oh mein Gott, Leute, ich hatte gestern den gestörtesten Mental Breakdown ever. Die letzte Woche hat mir einfach wieder gezeigt, if you're not gonna listen to your body is gonna make you listen. Außerdem ist auch noch Vollmond und das holt sowieso immer das Dunkle raus. Deswegen zeige ich euch jetzt mein much-needed Full Moon Ritual. Erstmal Crystals chargen und dann Daily Pages. Und obwohl ich 2 Notfall-Sessions mit meiner Therapeutin hatte, gibt's keine bessere Therapie als Daily Pages. Aber wie gut ist dieser Satz? Just like the moon, I go through phases. Nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch und meistens, wenn's ganz tief ist, kommt danach die krasseste Transformation. Diese Phasen sind einfach das, woraus das Leben besteht. Aber hättest du mir das gestern gesagt, hätte ich dir wahrscheinlich mein Journal gegen den Kopf geschmissen. Dann habe ich alles aufgeschrieben, was ich loslassen will und es verbrannt. Wenn ihr eure Zettel verbrennt, macht's bitte vorsichtig. I don't wanna be sued. Dann habe ich Karten gezogen, besser gesagt, der Wind hat sie für mich gezogen. Und dann war Zeit für eine Yoga-Session. Weil ich einfach eine Woche im Bett lag, war das so wichtig. Zu top it off habe ich dann noch Rosmarin und Salbei aus meinem Garten gepflückt, um mir einen Tee zu machen. Nara Smith is shaking. And now Ems has her energy back. And remember, Ems gang, no rain, no flowers.